Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNSTV. Ja, wir haben heute ein schönes, großes Monster-Wohnmobil in unserer Werkstatt stehen. Das ist ein Phoenix, den zeige ich euch jetzt gleich und was wir da gemacht haben und so weiter. Und da wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei meinem neuen Video. Der steht zwar auf Stützen, der Phoenix, ist aber nochmal gefühlt 3 Meter höher als meiner. Das ist ja schon ein Monster, aber hier knapp 9 Meter ist das Teil, in Alkoven auf Iveco. Der Kunde ist Aussteiger sozusagen, der hat alles verkauft. Soll ich das sagen, ja, ne? Der hat alles verkauft, der steht hier. Hi, grüß dich. Hallo, Guido. Alles gut bei dir? Alles gut. Ich stelle mal eben dein Wohnmobil vor, ja? Das kannst du gerne tun. Okay. Auf Iveco, Automatik, große Maschine, 6 Zylinder, das ganze Programm. Der hat auch so schon ein paar Extras mit auf den Weg bekommen. Wir machen heute eine Erweiterung der Solaranlage. Die ist ein bisschen knapp, die ist zwar schon groß, aber schon ein wenig zu knapp. An bedeckten Tagen wird das knapp. Dann haben wir 2 Batterien eingebaut, ein Ladegerät und so weiter. Und da klettern wir jetzt mal hoch auf den Hochstand und zeigen das Ganze mal von oben. Hey Julian, alles gut? Seid ihr fertig hier? Fast fertig. Ja, okay, ich guck mal auf dem Dach gleich. Ne? Aber Wenn ich den hier schon mal erwische, Bernd ist dein Name, ne? Du bist Aussteiger. Ja. Das interessiert mich natürlich ganz brennend und wahrscheinlich unseren Zuschauern auch. Erzähl mal, wo geht die Reise hin? Und ab wann geht die Reise los? Ja, zurzeit können wir ja nur deutschlandweit. Klar. Natürlich klar, aber was ist denn Ihr Plan? Erzähl mal. Ja, geplant ist, Deutschland anzukommen. Ja. Habe ich jahrelang nie die Chance zu gehabt. Ja. Und danach werden wir auch Italien, Ausland, so weiter und so fort. Also erstmal Europa. Erstmal Europa. Und dann setzt du das Ding auf dem Schiff und fährst nach Brasilien. Ja, nicht unbedingt. Okay. Eventuell nochmal nach Marokko, das ist mein großer Wunsch. Okay, ja gut, das ist ja auch auf dem Schiff. Ne? Ein bisschen, ich glaube, die 12 oder 23 Kilometer, die musst du dann auch fahren. Ne? Ja. Wir haben voll verstanden, was du vorhast. Und du lebst in dem Auto. Ja. Du hast keine Wohnung mehr. Nein. Du lebst in dem Wohnung, finde ich total stark. Also könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin ja auch jetzt nicht mehr unter den Arbeitenden, ja? So, und kann auch mehrere Monate wegbleiben, das tue ich auch ganz oft ab sofort, aber so ohne Wohnung oder, nee. Wir probieren das aus. Ja. Und wenn ich tatsächlich mal Betonwände brauche, Wie gesagt, nehme ich mal einen Apartment für 3 Monate. Ja, hast du auch wieder recht. Genau. Also, die Frau spielt mit, der Tutsi. Genau. Ja, gut, wir haben das schon mal gemacht, so ein paar, allerdings im kleineren Auto. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, wir müssen größer sein, ja, damit wir uns nicht trennen müssen. Klar, das ist vollkommen klar. Deswegen sage ich immer so 2 Monate auf Tour oder 3, ja 4 ist auch kein Problem für mich, aber dann wieder mal nach Hause gucken, was der Julian so macht und so. Genau. Ja, ob hier noch alles in Ordnung ist, das müsste ich schon zwischendurch haben, ja. Aber jetzt so, oder überwintern in Spanien, ist das ein Thema? Unbedingt. Ja, unbedingt. Andalusien ist doch im Moment das schönste Wetter seit Jahren, kein Regen, kein Sturm, kein gar nichts. Ich habe gestern noch mit Hartmut telefoniert, ja? Der sagt, so schön war es im November noch nie in Andalusien. Ja. Ja? Die sitzen morgens schon beim Frühstück draußen. Ja? Wahnsinn, ich oder? Ich verfolge ihn ja auch. Und also das, achso. Videos zu sehen. Ja? Okay, und das möchtest du auch machen jetzt? Auf alle Fälle. Ja, dann schauen wir doch mal auf das Dach, ob da noch möglich ist, ja? Okay? Also, dann fahren wir mal auf den Phoenix hoch. Wo ist er? Da ist er, schau mal. Der gute Phoenix. Ja, wenn man sich so den Überblick verschafft, hier liegen schon 3 große Solaranlagen drauf, Solarplatten, Solarmodule drauf. Ich denke mal A150 Watt, würde ich jetzt mal grob schätzen. Ich weiß, wo die herkommen. Gut, wir nehmen da Kabelkanal für, ja, und für die Sattanlage auch, aber das haben wir gestern schon mal gehört, das ist aber eine Kleinigkeit. Oder hier vorne, das ist, ja, okay, gut. Also, wir haben jetzt 3 Blackkontaktzellen dazugelegt, einmal da vorne, einmal da und einmal rechts hier neben der Sattantenne. Natürlich im Kabelkanal vorne gehen wir runter zu den beiden Batterien, die übrigens nur für die Heizung da sind. Ja, das habe ich vergessen zu sagen. Der hat natürlich ein großes Lithium-System da hinten bekommen, das ist klar. Ja, das ist aber wieder zugebaut, weil ich zu spät unterwegs war heute. Ja, und die beiden
da bin ich. Die beiden Lithium von Super-W, die vorne eingebaut sind, sind nur für die Heizung. Wir haben das ein bisschen getrennt hier, weil der Kunde den Wunsch hatte. Und dann haben wir das natürlich auch gemacht. Und das ist auch nach Absprache hier im Haus GNS überhaupt gar kein Problem. Da gehe ich jetzt nochmal hin, zeige das nochmal und erkläre vielleicht das ein oder andere nochmal. So, ich war ja jetzt gerade noch bei dem Phoenix draußen. Der ist ja jetzt soweit fertig. Der wird jetzt gerade rausgefahren. Und dann schauen wir mal, ob alles funktioniert. Ich wollte noch auf einen neuen Regler eingehen, den Julian jetzt im Programm hat. Den hatte ich auch schon mal im Programm und den haben wir zwischendurch auch schon mal bestellt, wenn anderes nicht lieferbar war. Aber Julian hat den jetzt im festen Bestandteil, deswegen wollte ich das nochmal zeigen. Ja, von Victron, die Reglerserie mit Bluetooth. Ja, das heißt, du brauchst keinen Dongle mehr, die haben die schon länger so. Früher musstest du ja so einen schwarzen Dongle einstecken, damit du da das Teil oder die Daten auf dem Handy ablesen kannst. Brauchst du jetzt nicht mehr, die gibt es immer noch. Aber das ist der mit dem Bluetooth-Zeichen, den ich jetzt hier in der Hand habe, ist der MPPT 100-30. Soll so viel heißen wie MPPT-Regler, ist klar. 100 Volt Spannungseingabe und 30 Ampere Leistung, so die ich da reinschicken kann. Das Ding haben wir jetzt seit neuerem im Programm, also vollständig im Programm zu den anderen bekannten Reglern. So, dann haben wir hier auch noch was Neues, das stelle ich auch mal eben vor, habe ich bei Julian gesehen. Der hatte ich nicht im Programm, deswegen stellen wir den jetzt noch mal eben vor, das ist gar kein Problem. Das ist der neue Messschand von Victron. So, der sieht so aus, einige von euch kennen den, ja, der hat 500 Ampere, das Ding, den kannst du also in fast jedem Wohnmobil brauchen. Das Schöne an diesem Gerät ist, dass man kein zusätzliches Display braucht. Ich kann also über die Bluetooth-Funktion von diesem Shunt direkt über die App von Victron ablesen, was geht rein, was geht raus, was halt so ein Batteriecomputer alles können muss, die Kapazität in Prozent und in Amperestunden und was die anderen im Prinzip auch können. Ja, nur brauche ich hier kein Display, kann ich zusätzlich machen, muss ich aber nicht, kann mehr die App runterladen und bin dann auch direkt da, wo ich die Daten ablesen kann. Finde ich gar nicht so schlecht, da ich da kein Display mehr für brauche. Hier ist natürlich ein bisschen Kabelkram dabei. Das ist jetzt auch nicht so ein Riesenaufstand, das Ding einzubauen. Ja, und du hast natürlich die Kabelverlegung zum Display gespart. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Also diese Dinge haben wir jetzt im Programm. Auch das Wechselrichtersystem von Victron haben wir jetzt im Programm. Wenn ihr da bestimmte Wünsche habt oder ihr wisst schon, Mensch, ich möchte meine Solaranlage aber mit so einem Regler haben, ja, weil ich habe ja immer nur Photronic gemacht, dann fragt den Julian, der switcht die Anlage um, das ist überhaupt gar kein Problem, der switcht die Anlage um. Insofern können wir hier jetzt auch eine Alternative bieten. So, was gibt es noch zu sagen? Wechselrichter, genau. Wechselrichter von Victron hat der Julian jetzt auch im Programm, hatte ich schon erwähnt, auch mit Landstrombegrenzung und der ganze Elektronikkram, der dazugehört. Wir programmieren die Anlagen natürlich auf die zuständigen oder auf die vorhandenen Batterien oder auf die neuen Lithium-Batterien. Das ist ja selbstverständlich, das ist klar, gehört auch alles dazu. Ja, wollte ich noch mal erwähnen. Ja, so jetzt, der steht da draußen, der Phoenix, jetzt gehe ich mal raus. Stelle ich noch ein Detail vor, weil da gibt es noch ein extra Fach nur für zwei Lithium-Batterien. Nur für die Heizung, genau. Den zeige ich euch jetzt. Bis gleich. So, hier ist die Energieklappe für vorne, habe ich ja gerade erklärt. Hier sind die beiden Super-Bs. 1, 2, die sind nur für die Heizung da. Hier ist das Ladegerät, hier ist der Laderegler. Ladegeräte hat der Kunde mitgebracht. Ist in dem Falle kein Problem gewesen. Haben wir so angeschlossen. Teilweise lag hier auch schon die eine oder andere Leitung. Also wie gesagt, das System ist nur für die Heizung. Hier haben wir Touch-Bedienteil, kennt ihr bei mir aus dem Wohnmobil. Ist aber für die Epsilon, die eine hat 85, die andere hat 91, alles klar, und die sind noch relativ voll. Ja, so kann man das machen und so kann man auch die Energiezufuhr trennen an so einem Fahrzeug. Ich habe so ein Fahrzeug immer gerne in meiner Werkstatt,
Ja, in dem Sinne, ich hoffe, mein Video hat euch wieder Spaß gemacht hier über den Phoenix, dieses Monster bei uns in der Werkstatt. Ja, der Kunde geht jetzt auf große Tour, guckt erstmal, was in Deutschland los ist, hat er eben erklärt, weil Pandemie ist Pandemie, da müssen wir alle durch jetzt. Da hoffe ich auch, dass das bald vorbei ist, damit ich auch wieder los kann, weil ich bin nämlich auch zu Hause, aber ich muss noch ein bisschen umbauen und deswegen ist das alles kein Problem. Lasst ein Abo da, damit ihr hier nichts verpasst. Alles Gute für euch, bis demnächst, bleibt gesund, euer Guido von GNS TV.